So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben das letzte Mal begonnen, im Rahmen des Themas algorithmische Konzepte uns mit dem speziellen Datenprofil auseinanderzusetzen. Wir haben ein Beispiel gesehen für den ersten Punkt Granularität. Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen müssen. Und wir werden auch noch Beispiele sehen, vielleicht etwas summarischer als beim ersten Beispiel, wie, dass es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten gibt, das Datenprofil auszunutzen. Selbstverständlich sind diese drei Punkte, die Sie hier sehen, auch nur wieder drei wichtige Beispiele, aber eben nur Beispiele, die Ihnen Anreize geben sollen, wenn Sie in einer konkreten Situation sind. Das muss nicht unbedingt algorithmisch sein. Ja, das kann auch genauso gut sein, wenn es darum geht, ein Datenbankmodell, ein Datenbankschema aufzubauen für eine Anwendung oder ähnliches. Die Gedanken, die Logik dahinter ist eigentlich immer wieder dieselbe. Wenn Sie effizient arbeiten wollen, wenn Sie schnelle Antwortzeiten haben wollen, dann müssen Sie das Datenprofil ausnutzen. Wir hatten dieses Thema schon, als es um verschiedene Datenstrukturen ging. Ja, es gibt Datenstrukturen, wie beispielsweise Hashed, also je nachdem, wie das Datenprofil ist, kann es jeweils unterschiedlich sein, was für eine Datenstruktur sinnvoll sein, auch wie das Anfrageprofil ist. Ja, wir hatten das Beispiel Hashtabellen, bei denen es die einfache Implementation, die wir gesehen haben, die unterstützt kein Löschen, die unterstützt nur Einfügen und Finden und das auch nur unter der Vorgabe, dass wir vorher wissen, wie viele Elemente höchstens dann in der Hashtabelle sein würden. Ja? Wenn Sie hingegen andere Situationen haben, Sie haben ein Datenprofil, das nicht mehr in den Hauptspeicher reinpasst, wo Sie laufend auf den Hintergrundspeicher zurückgreifen müssen, und wo Sie auch laufend einfügen und löschen wollen, nicht nur finden wollen, dann ist etwa so etwas wie ein B-Baum sinnvoll. Ja, das heißt, es zieht sich eigentlich durchaus durch die AOD schon hindurch, ohne dass ich das extra erwähnt habe. Hier komme ich jetzt explizit darauf zu sprechen, versuche Ihnen das bewusst zu machen, dass es immer sinnvoll ist, sich auch nicht abschrecken zu lassen. Ja? Die Problemstellung, irgendeine Problemstellung, TSP oder irgendwas ist NP-schwer. Ja, klingt erstmal danach, damit können wir also alle unsere Überlegungen begraben, weil wir wissen, dass wir nicht mal einen polynomiell schnellen Algorithmus dafür, nicht einmal das hinbekommen können. Aber, das hatte ich schon an mehreren Beispielen auf der Tonspur in den letzten Malen deutlich gemacht, Beispiel wieder Städte gruppieren sich entlang von Flüssen, entlang von Meeresküsten und Ähnlichem. Wenn man sich das Datenprofil genauer anschaut, dann wird man schon gute Möglichkeiten finden, in der Regel Algorithmen zu bauen, die zwar auch nicht in der Lage sind, dieses NP schwer, dieses NP vollständig zu überwinden, für die es auch Beispiele gibt, auf denen sich diese Algorithmen totrechnen, aber nicht in dem Datenprofil der Anwendung. Man wird vielleicht nicht unbedingt zu einer garantierten, hundertprozentig optimalen Lösung kommen, wie Sie das von kürzester Wege und Ähnlichem gewohnt sind, aber unter Ausnutzung des Datenprofils durchaus zu sehr, sehr, sehr guten Lösungen. Wie gesagt, ich will nochmal auf den ersten Punkt, auf das Beispiel dazu eingehen, weil ich es letztes Mal nicht mehr geschafft habe, nochmal den wichtigsten Punkt an der ganzen Sache eigentlich herauszuarbeiten. Wovon hier eigentlich die Rede ist mit dem Datenprofil. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr weiter durchzugehen, was das Rucksackproblem ist. Das haben wir häufig genug gemacht. Denken Sie an den Laster, wo Sie Güter einladen wollen, die Sie zum Bazar bringen wollen. Jeder hat ein Gewicht. Maximale Zuladung soll natürlich nicht überschritten werden und Sie wollen den Profit, den Sie damit, den Erlös, maximieren. So, wir hatten uns die Rekursionsgleichung dazu angeschaut. Und so weiter und so fort. Das brauchen wir auch nicht mehr alles durchzugehen. Der entscheidende Punkt ist jetzt hier das gelb Unterlegte in der Lösung, in dem dynamischen Programmierungsalgorithmus, worauf ich hier einzugehen habe.
Sie erinnern sich dunkel an diesen Algorithmus. Wir haben generell dynamischer Programmierungsansatz. Wir haben eine Rekursionsgleichung gegeben, mit der wir die optimalen Ergebnisse beschreiben können. Ein Ergebnis für diese gegebene maximale Zuladung und diese Auswahl von n Gütern. Ein optimales Ergebnis dafür ist entweder ist das Gut mit Indexnummer n dabei, dann muss man entsprechend eine Auswahl der restlichen n-1, eine optimale Auswahl hernehmen unter der begrenzten maximalen Zuladung, die dann noch übrig bleibt, oder das Index-Element am Index n, können wir nochmal hingehen, hier, oder das Element an Index n ist nicht dabei, dann müssen wir halt die optimale Auswahl unter den ersten n-1 finden. So oder so ist das die optimale Auswahl. Wir haben sie mit dieser Rekursionsgleichung beschrieben. Wir könnten natürlich das Ganze auch implementieren als Rekursion, macht aber wenig Sinn wegen der Laufzeit. Wir kommen da wieder auf exponentielle Laufzeit, wie wir das mal bei Fibonacci gesehen haben, dass wir da, weil sich das Ganze ja hier verzweigt, Sie müssen beide Fälle auswerten und damit verzweigt sich der Rekursionsbaum natürlich und wächst exponentiell an. Kann man lösen das Problem, indem man dynamischen Programmierungsansatz macht. Das heißt, wir haben zwei Parameter, n, klein n und groß g. Wir haben eine Matrix und für jeden einzelnen Kombination, welchen Wert der eine Parameter haben kann von 1 bis n oder von 0 bis n und welchen Wert der andere Parameter haben kann von 0 bis g, berechnen wir diese Zwischenlösung, das optimale Ergebnis für die Elemente 1 bis i mit maximaler Zuladung j. Berechnen wir für jedes Paar ij in diesem Bereich, sodass wir dann am Ende hier bei klein n und groß g das Ergebnis abfragen können. So, jetzt haben wir aber hier erstmal ein logisches Problem zunächst einmal, auf das ich letztes Mal nicht mehr eingehen konnte. Das logische Problem ist, das Rucksackproblem ist NP-schwer, NP-vollständig. Also ich benutze NP-schwer, NP-vollständig, so wie es in der Literatur ist, immer synonym, mehr oder weniger synonym. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich da rein verfalle, dass ich da nicht immer einen der beiden Begriffe verwende. Es haben sich beide dafür etabliert, mit kleinen Nuancen in der Bedeutung, die für uns hier nicht weiter wichtig sind. Die Problemstellung ist NP-vollständig, das heißt, wir wissen, wir können nicht mal erwarten, dass wir einen polynomiell schnellen Algorithmus finden können. Aber was ist denn das da auf der Folie? Ja, gehen wir nochmal durch. Hier in der innersten Schleife ist jeweils konstanter Aufwand für diese Zuweisung und das alles zusammen ist auch hier konstanter Aufwand. Diese Addition, diese Maximumsbildung, diese Zuweisung, diese Abfrage vorneweg, alles konstant innerhalb der Hauptschleife und wir haben n mal g, also wir haben eine Matrix und die Größe dieser Matrix ist also die Komplexität, weil wir jeden einzelnen Matrix-Eintrag zu berechnen haben und jeder einzelne davon kostet konstante Komplexität. Da müssen wir nichts Großartiges mehr machen mit Schleifen oder sowas, um einen einzelnen Matrix-Eintrag zu berechnen. Ist das nicht ein Widerspruch? Nicht wirklich, denn wir haben hier stillschweigend zunächst einmal die Problemstellung modifiziert, beziehungsweise nicht ganz stillschweigend, ich bin beim letzten Mal darauf eingegangen, mit Granularität. Das NP-vollständige Problem, oder andersrum gesagt, das Rucksackproblem ist NP-vollständig, wenn wir keine solche Granularität haben. Wenn das also die einzelnen Gewichte beliebige rationale oder gar reelle Zahlen sein können. Aber in dem Moment, wenn wir eine Granularität haben, dann können wir diesen Algorithmus anwenden, weil wir ja jetzt die Matrix aufbauen können. Wir haben eben von 0 bis groß g im Rahmen unserer Basiseinheit für Gewichte
können wir eben die Spalten bezeichnen. Und damit haben wir dann einen Algorithmus, der sehr effizient geht. Und tatsächlich ist es ja auch so, je näher Sie rankommen an den allgemeinen Fall, dass Sie beliebige rationale oder gar reelle Zahlen haben. Reelle Zahlen haben Sie natürlich nicht auf dem Rechner in dem Sinne, weil Sie die mit endlich vielen Stellen natürlich nicht darstellen können. Aber reelle, rationale Zahlen könnten Sie exakt mit endlich vielen Stellen darstellen, indem Sie jeweils tatsächlich Zähler und Nenner verwalten. Damit können Sie natürlich beliebige rationale Zahlen prinzipiell mit absoluter Genauigkeit darstellen. Sie müssen nicht die beschränkte Darstellung von Double oder Float nehmen. Ja, je näher wir an diese problematische Situation beliebiger rationaler Zahlen kommen, also umso kleiner wird sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner aller dieser Zahlen, die Sie da verwalten müssen. Und je kleiner dieser gemeinsame Nenner wird, also je feiner die Granularität wird, umso größer wird dann tatsächlich hier die Spaltenzahl. Das heißt, je näher Sie rankommen an den allgemeinen Fall, der NP vollständig ist, umso mehr Komplexität hat das alles. Hier haben wir, das ist der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, hier mit diesem weiteren Beispiel. Es ist einerseits der Punkt, nochmal ein Beispiel zu geben für dynamische Programmierung. Andererseits, dass wir hier auf eine spezifische Art und Weise das Datenprofil ausnutzen können, nämlich dass wir eine Granularität haben. Gut. Achso, falls es da an dieser Stelle noch Fragen oder Anmerkungen gibt. Gut, nehmen wir den nächsten Punkt bei der ganzen Sache. Spezielle Strukturen. Ich werde mich jetzt hier vor allem immer konzentrieren auf Beispiele, die anschaulich sind, auch wenn ich nicht vielleicht jedes Mal eine Anschauung geben werde, beziehungsweise wo ich davon ausgehen kann, denke ich, dass ich keine Anschauung unbedingt zusätzlich geben muss, weil Sie das aus eigener Anschauung alles selber kennen. Ein typisches Beispiel ist Netzwerke. Zum Beispiel unsere Problemstellung, kürzeste Pfade in einem Netzwerk zu finden oder ähnliche Sachen. Hatten wir öfters mal die Situation, nehmen wir mal an, Sie wollen jetzt ein bisschen weiter. Ich hatte immer die Situation, das Datenmaterial, das Kartenmaterial von ganz Asien, Europa, Afrika. Und Sie wollen jetzt vielleicht wirklich da eine größere Strecke fahren. Sie wollen vielleicht wirklich von Darmstadt-Kantplatz irgendwo nach Singapur oder so weit mit dem Auto fahren, wenn Sie das unbedingt wollen. Oder Sie wollen mit der transsibirischen Eisenbahn da irgendwo hinfahren, wenn es nicht um Straßennetz, sondern um Zugverbindung geht oder was auch immer. Problem ist, wenn Sie sich das vorstellen, also stellen Sie sich den Algorithmus von Dijkstra vor, Straßennetz, Sie starten Darmstadt-Kantplatz und wollen eine Verbindung beispielsweise nach Singapur oder muss gar nicht so weit sein, sagen wir nach Spanien, Italien, irgendwo hin, zu Ihrem Urlaubsort. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wie Dijkstra vorgeht, der geht in alle Richtungen weiter und wie eine fast runde, nicht wirklich runde, aber fast runde Wellenfront, in jeder Iteration einen Knoten weiter und überdeckt in alle Richtungen jetzt alles Mögliche. Nicht nur die Autobahn, die Sie fahren, um nach Spanien oder Italien oder wohin zu kommen, sondern auch die ganzen Nahverkehrsverbindungen, die ganzen Städte mit allen ihren kleinen Straßen und allem und so weiter. Aber Sie wissen eigentlich von vornherein, der Algorithmus weiß das nicht, aber Sie wissen eigentlich von vornherein, dass das Quatsch ist, das alles zu durchsuchen. Wenn Sie von hier nach Italien fahren und der Algorithmus überstreicht beispielsweise Stuttgart, München und da sämtliche kleinen und kleinsten Straßen, dann wissen Sie ganz genau, das macht der Algorithmus völlig umsonst, weil Sie mit Sicherheit keine Verbindung, es ist mit Sicherheit keine gute Verbindung, hier durchzugehen. Also das können Sie alles ignorieren. Warum? Weil wir
hierarchische Netzwerke in diesem Fall haben. Sie haben Verbindungen erster Ordnung, das ist im Straßenverkehr die Autobahn und vergleichbar, vielleicht noch, könnte man auch Schnellstraßen dazu nehmen. Kann man sich überlegen, ob man die dazu nimmt oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird man die eher in der zweiten Kategorie zuordnen. Dann kommen irgendwie Bundesstraßen und Landesstraßen vielleicht als nächste Kategorie. Dann Kreisstraßen und Durchgangsstraßen in den Städten. Und dann als letzte Kategorie irgendwelche kleinen Sackgassen und Ähnliches. Und wenn Sie sich selber überlegen, wie Sie irgendwo hinfahren wollen, dann wird es natürlich, oh, da ist die gelbe Unterlegung etwas abgeschnitten, dann wird es natürlich so sein, dass Sie gucken, wie kommen Sie schrittweise aus Ihrer kleinen Sackgasse, wo Sie vielleicht wohnen, auf die Kreisstraße, auf die Bundesstraße, auf die Autobahn und auf der anderen Seite wieder zurück. Das heißt also, dass Sie nicht unbedingt Verbindungen nachgehen werden, wo Sie auf die Autobahn gekommen sind, schon in Ihrer Dijkstra-Suche, dann vielleicht gucken Sie vielleicht nach rechts und links, wo es da abgeht, aber wenn es dann wieder auf eine höhere Ordnung geht, das macht alles typischerweise keinen Sinn. Sie werden nur Verbindungen suchen wollen, die in den Kategorien zuerst aufsteigend sind, bei Zügen genauso. Sie werden vielleicht erstmal anfangen mit der S-Bahn loszufahren, dann Regionalbahn, dann IC oder ICE und dann auf der anderen Seite eben entsprechend wieder zurück. Das ist doch der Normalfall, wie eine Verbindung sinnvoll ist. Stimmt nicht immer. Zum Beispiel, wenn Sie mit dem Zug fahren in Richtung Karlsruhe und von Darmstadt aus dann weiterfahren in Richtung Offenburg, Basel und Sie wollen nicht die hochwertigen Züge nehmen, sondern mit schönem Wochenendticket oder ähnlichem fahren, dann werden Sie zu verschiedenen Tageszeiten Verbindung finden, dass Sie mit einem relativ hochwertigen Zug, mit Regionalbahn, Regionalexpress, irgend sowas, Regionalbahn, nach Heidelberg fahren, dann mit der S3, also mit einem Zug niedrigerer Kategorie von Heidelberg nach Karlsruhe, das ist natürlich eine andere S3 als hier in Darmstadt, und dann weiter mit einem höherwertigen Zug von Karlsruhe aus dann weiterfahren. Es gibt solche Situationen, oder ein anderes Beispiel ist, dass Sie beispielsweise von Süden her nach Darmstadt kommen mit einem hochwertigen Zug, mit dem Airliner dann weiterfahren zum Flughafen Frankfurt und dort dann wieder mit einem hochwertigen Zug weiterfahren, mit dem IC ankommen in Darmstadt, mit dem IC im Frankfurt Flughafen weiterfahren und dazwischen eben nur einen kleinen Bus haben. Das heißt also, wir haben nicht immer dieses zuerst ansteigen, dann wieder absteigen. Es gibt auch Zwischendinge. Im Straßenverkehr gibt es das sicherlich auch, aber bei Bahn denken Sie beispielsweise auch an Paris. Sie kommen mit einem TGV an, Ostbahnhof, fahren dann mit der S-Bahn weiter zum Südbahnhof und fahren dann wieder mit dem TGV weiter. Aber wie Sie an diesen Beispielen schon sehen können, das sind Fälle, die kann man vorher identifizieren. Die kann man vorher gucken, was da so alles an solchen Fällen passieren kann. Und das sind auch typischerweise relativ seltene Ausnahmen. Die kann man sozusagen dann zusätzlich in die Suche mit hineinnehmen, dass beispielsweise dann der Airliner doch von Darmstadt aus mit in die Suche reingenommen wird, und von da aus dann weiter mit einem hochwertigen Zug, auch wenn das eigentlich der Grundlogik widerspricht. Gut, also Sie sehen, was man da. Ich rede jetzt hier auch nicht von irgendwelchen akademischen Spielereien, sondern es ist tatsächlich das, was man in der Praxis auch durchaus macht und machen sollte, um die Suchmenge, die der kürzeste Wege-Algorithmus durchlaufen muss, um die Knoten und Kanten, die er durchlaufen muss, massivst zu reduzieren. Wenn Sie interessiert sind an weiteren Möglichkeiten zu solchen
beispielsweise bei kürzesten Wege-Algorithmen, was man noch alles tun kann, um die zu beschleunigen. Darauf gehe ich am Anfang der Vorlesung effiziente Graphenalgorithmen jeweils im Wintersemester ein. Gut, ein anderes Beispiel für spezielle Strukturen. Ich bleibe wieder bei illustrativen Beispielen, bei geometrischen oder geografischen Beispielen, nämlich dass Netzwerke sehr, sehr häufig auf der Erdoberfläche ausgelegt sind und damit im Wesentlichen zweidimensional ausgelegt sind. Ja, es sind keine beliebigen Netzwerke, sondern planare oder fast planare Netzwerke. Was ist ein planares Netzwerk? Ein planares Netzwerk ist eines, wo Sie keine Brücken und Tunnel brauchen, damit die Verbindungen aneinander vorbeikommen, die sich nicht kreuzen sollen. In dem Moment, wenn Sie Brücken oder Tunnel haben, damit Verbindungen übereinander, untereinander, Straßen oder Schienen, es gibt ja auch Schienen, die sich nicht kreuzen, sondern über Brücken oder die eine Schiene geht über die mit Brücke über der anderen Schiene hinweg. In dem Moment haben wir eben eine fast planare Situation. Was wir jetzt haben, ist eine Zusatzinformation: Koordinaten. Geografische Koordinaten. Jeder einzelne Punkt hat eine Koordinate und Sie können diese Koordinaten nutzen, beispielsweise, darauf will ich jetzt hier nicht konkret eingehen, darauf gehe ich am Anfang der Vorlesung effiziente Graphenalgorithmen ein. Sie können den Algorithmus von Dijkstra so modifizieren, dass er schneller in die eine Richtung geht, zum Ziel hin, und langsamer sich ausbreitet in die andere Richtung, weg vom Ziel hin, und solche Sachen können Sie da machen. Ich will Ihnen nur ein anderes Beispiel nennen, das stammt aus den Anfangstagen des Reiseauskunftssystems der Deutschen Bahn, das HAFA-System, was Sie bei reiseauskunft.bahn.de bzw. am Schalter oder am Fahrkartenautomaten haben. Das hier suggeriert oder illustriert den ursprünglichen Algorithmus, der dafür in den 80er Jahren gebaut worden ist, der natürlich heute nicht mehr in der Form da drin ist. Deshalb verrate ich hier keine aktuellen Geschäftsgeheimnisse, sondern kann das durchaus bringen. So, Sie wollen das Reiseauskunftssystem hat damals erstmal angefangen nur mit Fernverkehr, noch nicht mit Nahverkehr, wie Sie das heute gewohnt sind. Sie wollen beispielsweise hier, was sind das für Städte? Ja gut, extra irgendwie so gewählt worden, hier Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, gibt es anscheinend als da ein Bahnhof in der Nähe, und hier im westlichsten Teil von Ostfriesland dann eine andere Station, und Sie wollen eine Verbindung zwischen den beiden finden. Und der ursprüngliche Algorithmus im Verkehrsauskunftssystem der Deutschen Bahn, damals noch Bundesbahn, ging so vor, dass um die beiden Stationen, Abfahrts- und Ankunftsstationen als Brennpunkte, eine Ellipse gelegt wurde und von vornherein dann der Bereich ausgeschnitten worden ist. Das heißt, nur Bahnhöfe, nur Verbindungen innerhalb dieser Ellipse berücksichtigt wurden, und alles, was außerhalb war, wurde nicht berücksichtigt. Klingt plausibel, funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. In den meisten Fällen funktioniert es problemlos, liefert es einem die Verbindungen, die man haben wollte, insbesondere weil es damals angefangen hat, es wurde noch nicht auf Preis oder Ähnliches geachtet, sondern es fing damals nur mit Fahrzeit als Optimierungskriterium an, was natürlich viel einfacher ist. Wenn Sie sich die Tarifstruktur der Deutschen Bahn ansehen, dann werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass Optimierung nach Fahrzeit sehr viel einfacher ist als Optimierung nach Fahrpreis, wenn Sie an diese ganzen vielen verschiedenen Ausnahmeregelungen das alles denken. Ja, aber das Beispiel habe ich schon so gewählt, dass Sie hier das Problem an der ganzen Sache schon erkennen können, nämlich wenn Sie
von hier, westliche Schleswig-Holstein, hier zum westlichen Ostfriesland kommen wollen, dann werden sie nicht umhinkommen, hier irgendwie über Hamburg und Bremen zu fahren. Und Hamburg und Bremen sind außerhalb der von mir hier eingezeichneten Ellipse. Das heißt also, dieser einfache erste algorithmische Ansatz wird hierfür keine Verbindung finden können, obwohl es ja nun mal Verbindungen dafür gibt. Man ist dann in einem zweiten Schritt, der auch schon Schnee von gestern ist, sodass ich da jetzt auch kein Geschäftsgeheimnis verrate. Man ist in einem zweiten Schritt dann dazu gegangen, dass man jedem Bahnhof eine Art Wichtigkeitswert zuordnet. Also Hamburg hat natürlich einen sehr hohen Wichtigkeitswert, Bremen einen relativ geringen, Darmstadt hat einen relativ hohen Wichtigkeitswert, Darmstadt Hauptbahnhof, Darmstadt Süd hat einen extrem geringen Wichtigkeitswert. Und der so eine Art Kilometerangabe ist, ich weiß nicht genau, wie die Kilometerangabe von Hamburg ist, aber nehmen wir mal an, es wäre 500, der Wichtigkeitswert wäre 500. Das würde bedeuten, bei allen Suchen, bei denen Start oder Ziel im Umkreis von 500 Kilometern rund um Hamburg sind, würde Hamburg und die Verbindung nach Hamburg hinzugenommen werden. Sodass sich also hier dann tatsächlich eine Lösung für dieses Problem ergibt. Hamburg und Bremen sind durch ihre Wichtigkeitswerte nah genug an Start oder Ziel, sodass also die Verbindungen nach Hamburg und nach Bremen und auch zwischen Hamburg und Bremen mit in die Suche hineingenommen werden, obwohl sie außerhalb der Ellipse sind, sodass sich also dann tatsächlich solche Verbindungen ergeben. Also Sie sehen, im Grunde will ich damit Ihre Fantasie ein bisschen anreizen, beziehungsweise Ihnen den Gedanken einpflanzen, dass es Sinn macht, seine Fantasie auszureizen, um Problemstellungen möglichst gut, möglichst effizient hinzubekommen, um Lösungen dafür, IT-Lösungen dafür möglichst effizient zu finden. Und diese Grundgedanken, die ich hier versuche zu vermitteln anhand dieser Beispiele, egal ob Sie jetzt in Richtung Telekommunikationsnetzwerke gehen oder Robotik oder wo auch immer, die finden Sie da immer wieder als grundlegende Gedanken. Gut. Weiterer Punkt ist, also was hatten wir jetzt? Wir hatten als erstes Beispiel Granularität, das Rucksackproblem, bei dem wir die Granularität der Gewichte haben. Zweites Beispiel spezielle Strukturen, das waren die hierarchischen Netzwerke und die planaren Netzwerke. Drittes Fallbeispiel, zusätzliche Informationen, da will ich nur noch ganz kurz drauf eingehen, nicht mehr allzu viel dazu zu sagen, nämlich Sie haben häufig den Fall, dass Sie zum Ergebnis schon einiges wissen, was Sie gewinnbringend einsetzen, sofern Sie das nicht übersehen. Ja, wenn es darum geht, beispielsweise Netzwerke auszulegen, hatten wir schon als Beispiel, Stichwort Steinerbaum, dann haben Sie oft die Situation, dass Sie wissen, die und die Kanten, das ist die einzige Möglichkeit, dahin zu kommen. Das wird auf jeden Fall zum Steinerbaum gehören. Oder das, die und die Kante, das ist die einzige Brückenmöglichkeit zwischen diesem Teil des Graphen und diesem Teil des Graphen, die einzige Möglichkeit von da nach da zu kommen, das wird dazugehören und so weiter und so fort. Oder ist zum Beispiel schon vorgeschrieben, also es ist vorgeschrieben hier beim Thema Stundenplangestaltung, dass die AOD gefälligst im Audimax dienstags 15 Uhr noch was und donnerstags 8 Uhr noch was stattzufinden hat. Das heißt also, diese Information muss nicht erst noch algorithmisch berechnet werden, darf auch nicht algorithmisch berechnet werden, weil sie vorgeschrieben ist und muss dann entsprechend berücksichtigt werden. Sie müssen dann natürlich entsprechend, was jetzt meistens kein großer Akt ist, den Algorithmus so bauen, so umbauen, dass die zusätzlichen Informationen drin sind. Also das ist natürlich bei verschiedenen Algorithmen ein bisschen schwierig, möglicherweise ein bisschen schwierig. Denken Sie etwa an
lokale Suche, wo wir schrittweise eine erstinitiale Lösung schrittweise modifizieren durch kleine Modifikationsschritte. Diese kleinen Modifikationsschritte müssen diese Vorgaben natürlich alle einhalten. Das heißt also, zum Beispiel bei Stundenplangestaltung muss immer gewährleistet sein, dass die AOD an diesen Plätzen, an diesen Zeitplätzen, in diesen Räumlichkeiten bleibt. Gut, das ist ein einfaches Beispiel, aber denken Sie etwa nochmal an das TSP, die Vorgabe, dass zuerst Punkt A und dann Punkt B abgefahren wird, weil in Punkt A wird Fuhre aufgenommen, in Punkt B wird diese Fuhre abgeliefert. Wenn Sie sich nochmal vorstellen, wie das ist mit dem lokalen Suche, zwei Kanten rausnehmen, zwei andere Kanten reinnehmen und dann plötzlich die Reihenfolgen völlig durcheinander gehen, dann wird es schon schwieriger dafür zu sorgen, dass solche Vorgaben dann tatsächlich eingehalten werden. Muss man halt dann schauen, ob man diesen Ansatz überhaupt nehmen kann, beziehungsweise wie man ihn entsprechend modifiziert. Das kann man im Detail nicht. Das ist natürlich individuell. Andere Möglichkeit, und hinter dieser unscheinbaren Formulierung, hinter diesem unscheinbaren Spiegelstrich, verbirgt sich im Grunde eine ganze riesengroße, sehr erfolgreiche Teildisziplin der Informatik, nämlich maschinelles Lernen, Machine Learning, was Sie auch hier nicht bei mir, sondern bei anderen Leuten im Fachbereich Informatik, beim Herrn Firnkranz, beim Herrn Peters und diversen anderen sehen können. In der Einführung in DKE, Data Knowledge Engineering, kommt das, glaube ich, auch schon vor, nämlich Sie haben einen algorithmischen Ansatz, also zum Beispiel solche Sachen wie, was nehmen wir da als Beispiel, zu versuchen, natürliche Sprache zu verstehen. Das ist ein großes Forschungsgebiet hier an unserem Fachbereich Informatik, bei dem ich etwas nicht so ganz zentral involviert bin, aber auch ein bisschen involviert bin. Da sind andere Leute wie der erwähnte Herr Firnkranz und die Frau Gurewitsch zum Beispiel sehr, sehr viel intensiver mit befasst. Sie wollen einen Algorithmus bauen, der Sprache, Texte beispielsweise, versucht, analysiert und versucht zu verstehen. Also beispielsweise erstmal auf syntaktischer Ebene, was ist das Prädikat, was ist Subjekt, was ist direktes, was ist indirektes Objekt, was sind adverbiale Bestimmungen und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch auf der höheren Ebene zu verstehen, was dieser Satz dann eigentlich ungefähr bedeutet oder auch zum Beispiel zu verstehen, worauf beziehen sich Pronomina. Ja, das ist ja auch, wenn Sie einen Text selber lesen, oftmals schwierig zu verstehen, ein Pronomen, auf welches Nomen bezieht sich denn dieses Pronomen überhaupt? Weswegen es beispielsweise im juristischen Bereich sehr verpönt ist, Pronomina zu verwenden, dann lieber das, was Ihnen im Deutschunterricht um die Ohren gehauen wird, dann lieber Wiederholungen desselben Wortes mehrfach. Das sind so die Problemstellungen, beispielhafte Problemstellungen, wenn es darum geht, Texte zu verstehen, die jemand geschrieben hat. Dasselbe natürlich für mündliche Sprache ähnlich. Ja, und Sie wollen jetzt Algorithmen bauen, die das versuchen zu verstehen. Und was sind da die zusätzlichen Informationen? Das sind natürlich, Sie haben annotierte Texte. Sie haben viele, viele Texte, wo sich Leute die Mühe gemacht haben, das, was der Algorithmus eigentlich herausfinden soll, per Hand herauszufinden. Und das ganze Thema maschinelles Lernen geht darum, dass Sie solche Informationen, wo Sie schon für besondere Fälle, sondern im Gegenteil, für repräsentative Fälle, für möglichst große Fälle wissen, was am Ende beim Algorithmus herauskommen soll, dass Sie das hernehmen zum Justieren. Diese Algorithmen im maschinellen Lernen haben alle viele, viele kleine Parameter, an denen man herumdrehen kann, numerische Parameter, boolesche Parameter, was auch immer. Und im Grunde bedeutet maschinelles Lernen, diese Parameter so zu wählen, dass
die Justierung an diesen vorgegebenen Informationen, an den Fällen, wo man die Ergebnisse weiß, dass die möglichst gut wird. In der Hoffnung, dass diese Texte, die man annotiert hat, dass die repräsentativ sind für die Texte, auf die man dann den Algorithmus tatsächlich, auf unbekannte Texte, wo man den Algorithmus dann tatsächlich anwenden will. Funktioniert ja so insgesamt ganz gut. Also man ist ja da schon sehr weit gekommen. Ich brauche Ihnen wohl nichts erzählen von, auch eben, wenn es nicht nur um schriftliche Texte geht, sondern um gesprochene Sprache, wo das Problem ja noch hinzukommt, überhaupt erst einmal die einzelnen bedeutungstragenden Bestandteile, die Wörter zu separieren und zu verstehen, welche Wörter da überhaupt ausgesprochen worden sind. Ich brauche Ihnen wohl nichts von Siri, Alexa und so weiter zu sagen, dass das Ganze ja eigentlich schon gar nicht so schlecht funktioniert und in Zukunft sicherlich noch besser funktionieren wird. Das basiert alles im Wesentlichen auf den Methodiken, die ich hier einfach unter diesem Spiegelstrich subsumiert habe, weil es auch hier nur ein, nach der Logik dieses Foliensatzes, nur ein Punkt unter vielen ist. So, damit bin ich mit diesem Foliensatz auch fertig. Ich konnte Ihnen natürlich nur einen kleinen Einblick geben in diese ganze Welt, die sehr viel Raum lässt für Innovationen, zum Beispiel im Rahmen einer Bachelor- oder Masterthesis, natürlich nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen, vielen anderen Professoren. Sie werden in vielen, vielen Bereichen mit Algorithmen wieder zu tun haben. Gibt es an dieser Stelle zu diesem Foliensatz Fragen, Anmerkungen? Gut, dann würde ich wollen und zu einem Thema kommen, das ich ja angekündigt hatte. So, jetzt muss ich mal sehen, ob ich da mit den beiden Beamern vernünftig klarkommen kann, dass ich da zwei Bilder nebeneinander stellen kann, die aber, was aber dann auf der Aufzeichnung natürlich nicht zu sehen sein wird, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Schauen wir mal. Also, das ist die Klausur, die habe ich in Moodle eingehängt, hätten Sie im letzten Sommersemester geschrieben. Sie sehen, das ist alles erstmal dasselbe, wie jetzt in dieser Klausur. Das Schema ist immer dasselbe. Es gibt ein paar Nabla-Aufgaben. Die kennen Sie, da brauchen wir, glaube ich, nicht durchzugehen. Ups, so. Und gut, da war noch jetzt eine B-Baum-Aufgabe dabei, die so hier im Layout drin war, dass Sie dann noch etwas mehr Platz brauchen. Könnte sein, dass Sie vielleicht auch noch mehr Platz kriegen für Ihre zeichnerische Lesung, je nachdem, ob eine B-Baum-Aufgabe dabei ist oder nicht. Und es könnte auch sein, falls eine B-Baum-Aufgabe dabei ist, dass ich das dann anders ins Layout gesetzt hätte. Also ich werde natürlich nichts dazu sagen, was für vulnerable Aufgaben kommen und was für nicht. Alles nur im Konjunktiv. Brauchen wir auch, glaube ich, nicht weiter einzugehen, denn die Ergebnisse der Nabla-Testate sind wie jedes Jahr extrem hoch, extrem gut. Die überwiegende Mehrzahl von Ihnen hat schon mit dem ersten Testat diesen Teil der Klausurzulassung bekommen und hat dann damit auf dieser Basis dann beziehungsweise hat dann gute Möglichkeiten, dann mit relativ wenig Zusatzaufwand dann noch den Bonus an diesem Teil zu erwerben. Wie immer, die Mehrzahl hat volle Punktzahl oder fast volle Punktzahl. Also zu Nabla brauchen wir, glaube ich, wirklich nichts hier zu sagen. So, zu dem Punkt müssen wir allerdings schon etwas mehr sagen. Das ist hier vergleichbar zur Aufgabe 4 im neuen Klausurblatt, wenn Sie sich das anschauen. Vergleichbar heißt natürlich nicht, dass es wirklich so sehr ähnlich sein wird, nicht unbedingt. Aber vergleichbar heißt erst einmal, es ist Java, es ist iterativ, ja,
Und ansonsten kann alles Mögliche vorkommen. Ich möchte nochmal daran erinnern, das Java-Übungsblatt, das gibt Ihnen einen Einblick darin, was so alles an Aufgabenstellungen vorkommen kann. Natürlich nicht unbedingt 1:1 vom Java-Übungsblatt, aber das ist so ungefähr der Rahmen. Wenn Sie diese Aufgaben auf dem Java-Übungsblatt gut beherrschen, dann sind Sie sehr gut vorbereitet für die Aufgaben 4 und 5 des neuen Klausurblattes, die hier noch die Aufgaben 5 und 6 waren. So, Sie können sich hier mit den Formulierungsweisen, die ich so nutze, vertraut machen. Anhand dieser Beispiele der Klausurblätter nutzen Sie diese Klausurblätter nicht primär. Verstehen Sie diese Klausurblätter nicht primär als Möglichkeit, nochmal Beispiele durchzurechnen. Natürlich sollten Sie diese Gelegenheit auch nutzen und das als Beispiele durchrechnen, aber das ist nicht der Hauptzweck. Der Hauptzweck ist, dass Sie einfach sehen, dass Sie zum Beispiel bei den Formulierungen auch einen Wiedererkennungseffekt haben, dass Sie sehen zum Beispiel, dass Sie nicht unbedingt auswendig oder gar nicht auswendig können müssen, wie jetzt nun die Details waren, dass da ein Key und ein Next sind und so weiter und so fort, sondern dass ich das selbstverständlich nicht von Ihnen verlange, da irgendwelche solchen Details auswendig zu lernen, und dass ich, Sie bekommen hier auf einer ganzen Seite immer sehr viel zu lesen, was aber keine Schikane ist, sondern im Gegenteil gut ist, vorausgesetzt, dass Sie Ihre Lesekompetenz dann auch tatsächlich anwenden und die Aufgabe lösen, die da steht, und nicht eine andere Aufgabe lösen, die da nicht steht. Das ist leider ein beliebter Fehler. Sie kennen die Sprüche aus der Schule: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das gilt in der Informatik allgemein. Das gilt natürlich auch bei diesen Klausuren. Dass da auch dabei steht, das und das müssen Sie nicht überprüfen und so weiter und so fort. Oder auch, dass Sie hier nicht mit Clone oder sowas arbeiten müssen für die Zuweisung und ähnliche Dinge. Die Aufgabenstellung selber, in dem Fall ein Algorithmus, den Sie aus der Vorlesung kennen, das heißt, Sie sollten besser auch für diese Aufgaben nicht ganz das außer Acht lassen, was in Nabla und in der Vorlesung über die Algorithmen gesagt wird. Also sonst stehen Sie hier vielleicht wie ein Ochs vorm Scheunentor und wissen nicht so richtig, was Sie da eigentlich implementieren sollen. Ja, also es ist nicht so, dass Sie sich konzentrieren können auf diese Java-Aufgaben, um 4 gewinnt zu bestehen, und alles andere können Sie vergessen. So, und in dem Klausurblatt mit Lücken, das ich Ihnen ausgegeben hatte, sehen Sie auch einen Passus. Sie müssen damit rechnen, dass Sie unter bestimmten Situationen entweder 0 Punkte oder eine gedeckelte Punktezahl bekommen, nur eine kleine Punktezahl bekommen. Zum Beispiel, wenn Sie durch übermäßige Fehler, also wirklich krass übermäßige Fehler, zeigen, dass es nicht wirklich, dass da irgendwie Grundlagen fehlen oder dass die Lösung nicht vollständig ist, ernsthaft unvollständig ist. Also nicht vollständig heißt jetzt nicht, dass irgendwo ein Semikolon fehlt, sondern dass da beispielsweise bei einem rekursiven Algorithmus, dass Sie den Rekursionsabbruch hingeschrieben haben, aber nicht den Rekursionsschritt. Das ist natürlich etwas, wo Sie damit rechnen müssen, dass Sie am Ende 0 Punkte bekommen, weil Sie am Kern der Aufgabe vorbeigearbeitet haben. Ein Punkt dabei ist, Sie müssen damit rechnen, dass Sie 0 Punkte oder eine sehr kleine Punktzahl bekommen, wenn Sie die verbindlichen Anforderungen nicht erfüllen. Eine Anforderung war schon auf dem Klausurblatt mit Lücke drauf, nämlich, dass die Aufgabe 4 in der neuen Klausur iterativ zu lösen sein soll, dass da, wenn Sie da irgendwo eine Rekursion reinschreiben, dann führt das zu entsprechend geringer Punktzahl, egal wie gut Ihre Lösung ist. Es geht nicht darum, die Aufgabe zu lösen, es geht darum, dass Sie zeigen, dass Sie mit Schleifen umgehen können. Dann auch potenziell die asymptotische Komplexität. Das hatte ich im Klausurblatt mit Lücken auch geschrieben. Jeder vernünftige
algorithmischer Ansatz wird diese Vorgabe an die asymptotische Komplexität einhalten. Und natürlich könnten Sie sich theoretisch das Leben einfach machen, indem Sie irgendeine Funktionalität benutzen, die schon irgendwo da ist, wo aber die Aufgabenstellung daran besteht, Sie sollen die selber nochmal implementieren, um zu zeigen, dass Sie sowas implementieren können. Und auch hier sehen Sie wieder, Sie müssen sich nicht alles merken. Wenn Funktionalität aus der Java API verwendet werden muss, dann schreibe ich nochmal zur Erinnerung dazu, eine ganz kurze Erinnerung, dass Sie sich merken müssen, wann ist jetzt plus 1, wann ist jetzt minus 1, sondern dass es halt so rum ist. Das hier unten, gut, ist logisch. Da können wir jetzt gleich mal auf, jetzt gucke ich mal, dass das klappt mit dem Freeze. Mal sehen, was jetzt passiert. Okay, perfekt. Das Bild mit der Klausur ist eingefroren. Das Bild mit der Referenzlösung ist jetzt da. So, vielleicht ein bisschen größer noch, weil das kleiner geschrieben ist. Referenzlösung, nicht Musterlösung, weil sie ja potenziell verschiedene Möglichkeiten haben, so etwas zu programmieren. Und da macht es keinen Sinn, eine Musterlösung zu haben. Zu Nabla brauchen wir jetzt auch nicht mehr großartig was zu sagen. Das ist alles. Kennen Sie. Hier sehen Sie doch noch ein paar Punkte dazu. Na gut, ich weiß nicht, wer jetzt diesen Passus darin geschrieben hat. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Bitte ich um Entschuldigung, dass das durch die Qualitätskontrolle durchgerutscht ist seinerzeit. Klausuren korrigieren ist halt ein frustrierendes Geschäft. Das werden manche von Ihnen als Tutoren dann noch erleben. So, Aufgabe 5. Sehen Sie, der wichtigste Punkt erst einmal, oder ein wichtiger Punkt ist erst einmal, es sammeln sich verschiedene Referenzlösungen an. Auch aus dem heraus, wie Sie da rangegangen sind, wir sind manchmal sehr überrascht, wie manche Studierende erfolgreich an eine Aufgabe rangehen, wie wir es gar nicht gedacht haben, sodass sich dann potenziell erst im Rahmen des Korrekturprozesses weitere Referenzlösungen entwickeln, so wie die hier. Gut, manche Leute haben sich sehr viel Mühe gegeben hier. Und dann sehen Sie hier das, was Sie da rechts haben, von den Korrektoren auszufüllen auf dem Klausurblatt, A bis O, 15 Punkte. Das ist Grundprinzip bei mir immer. 100 Punkte sind zu vergeben und für jeden einzelnen Punkt ist spezifiziert, unter welchen Umständen dieser Punkt vergeben wird. Das braucht Sie natürlich bei der Klausur, beim Schreiben nicht so richtig, das ist da nicht, natürlich nicht so richtig wichtig für Sie, ist aber natürlich gut, dass Sie das mal gesehen haben, wie die Logik ist. Die Logik hier ist, für alle verschiedenen Aspekte, die richtig oder falsch sein können, die vorhanden oder sein können oder fehlen, für alle diese verschiedenen Aspekte gibt es jeweils einen Punkt. Zum Beispiel hier, was können wir hier als Beispiel hernehmen? Hier zum Beispiel die Abbruchbedingung der Schleife ist korrekt, was natürlich bei den verschiedenen Lösungen, die uns geboten werden, was Unterschiedliches heißt. Also Sie sehen, wir machen uns beim Korrigieren sehr viel Mühe. Wo das dann für Sie vor allem nochmal eine Rolle spielt, ist dann bei der Klausur Einsicht. Sie können dort auf Ihrem Klausurblatt sehen, welche Punkte Ihnen gegeben worden sind oder nicht. Das ist für A bis O jeweils eine binäre Entscheidung, ja oder nein.
und können sich gezielt angucken, wenn Ihnen beispielsweise eben F als Punkt nicht gegeben worden ist, können Sie hier ganz gezielt gucken, der Korrektor war der Meinung, dass Sie das nicht richtig gemacht haben oder gar nicht gemacht haben. Und dann können Sie ganz gezielt bei sich gucken, sind Sie der Meinung, dass der Korrektor da recht hat oder sind Sie der Meinung, dass der Korrektor da irgendwas übersehen oder falsch verstanden hat oder irgendetwas dieser Art. Sie bekommen auch bei uns bei der Klausureinsicht immer ausreichend Zeit. Also das ist, soweit ich mitbekommen habe, nicht in jeder Lehrveranstaltung so der Fall, dass Sie ausreichend Zeit bei der Klausureinsicht bekommen. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall und es klappt, glaube ich, auch ganz gut seit ein paar Jahren, dass Sie genug Zeit haben, um alle diese Fälle zu bekommen. Bei der Klausureinsicht wird nicht gefeilscht. Wer feilscht, der fliegt. Okay, das ist jetzt übertrieben. Es geht darum, Sie bekommen die Möglichkeit, bei der Klausureinsicht, Sie können sozusagen Beschwerdezettel, Formblätter ausfüllen, dass Sie schreiben, der und der Punkt, es geht um Aufgabe 5, Punkt F, und aus den und den Gründen bin ich der Meinung, dass mir dieser Punkt eigentlich doch zugestanden werden sollte. Das geben Sie ein, händigen Sie uns aus und wir prüfen dann ganz in Ruhe hinterher nach, ohne Sie, ob wir Ihrem Einwand da folgen können oder nicht. Ja, also es gibt darüber dann keine Diskussion während des Termins, während des Klausureinsichtstermins. Gut, gibt es zu diesen Punkten Fragen? Wie ich sehe, gibt es eine Frage? Ja, es gibt immer eine Antwort per E-Mail. Ja. Wo dann zumindest das Ergebnis mitgeteilt wird. Es passiert durchaus hin und wieder mal, ich denke eher selten, aber doch hin und wieder mal, dass tatsächlich irgendetwas falsch verstanden worden ist oder übersehen worden ist, dass irgendetwas tatsächlich gemacht worden ist, aber an einer Stelle, wo der Korrektor das nicht erwartet hat und so dass es dann tatsächlich mal dann zu mehr Punkten, im Einzelfall sogar dann auch mal zu einer etwas besseren Zensur kommen kann. Bewertungsschema hatte ich schon am Anfang des Semesters gesagt. Mit 50 Punkten hat man auf jeden Fall bestanden. Ich gehe nicht davon aus, dass ich die Bestehensgrenze herabsetzen werde. Das habe ich noch nie machen müssen. Also ich mache das nur, wenn ich aufgrund der Korrekturen sehe, aha, da ist mir eine Aufgabe misslungen. Das kann man den Studierenden natürlich nicht ankreiden, dass sie da mit der misslungenen Aufgabe nicht so richtig klargekommen sind oder so etwas Ähnliches. Aber das wird dann natürlich, das ist mir noch nie passiert, wie gesagt. Weitere Fragen an dieser Stelle? Also Sie können sich vor der Klausur an sich dann auch vertraut machen, Sie bekommen das vorher. Gut, schauen wir vielleicht nochmal auf die Aufgabe. Jetzt nehme ich das Freeze mal am besten wieder raus, sonst können die Leute bei der Aufzeichnung nicht mehr sehen, worum es hier eigentlich geht. Was eigentlich so eine, gut, Merge, das hatten wir geklärt. Nehmen wir uns mal das andere Beispiel her. Aus der Klausur vom April diesen Jahres. Da können wir, glaube ich, auch Nabla erstmal wieder überspringen. Also Sie sehen, manchmal sieht es so aus, manchmal sieht es so aus, verschiedenste Aufgaben. Ich nehme mir die Freiheit, die Nabla-Aufgaben nach einem gewissen Zufallsprinzip auszuwählen. Das heißt also, aus den Aufgaben, die Sie da sehen, können Sie nicht schlussfolgern dafür, was für Aufgaben Sie bekommen werden. Und hier sehen Sie wieder so etwas Ähnliches wie eben. Das muss nicht so bei der Aufgabe 4, wo iterativ verlangt wird, jetzt im Herbst sein. Ja? Dass diese beiden Aufgaben sich sehr, sehr
ähneln, auf den ersten Blick sehr, sehr ähneln, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass es dieselbe Kohorte ist, dieselbe Lehrveranstaltung, Hauptklausur und Wiederholungsklausur. Das kann durchaus jetzt etwas anders aussehen. Hier ist es nochmal interessant, dass ich nicht verweise auf einen Algorithmus aus der Lehrveranstaltung, sondern dass ich stattdessen einen Algorithmus schreiben lasse, der angelehnt ist an gewisse Aufgaben im Java-Übungsblatt, aber natürlich nicht eins zu eins identisch mit einer dieser Aufgaben, wo ich dann halt auch ein Beispiel angeben muss, damit Sie verstehen, was damit gemeint ist. Also Sie sehen hier in diesem Beispiel, das sind aufsteigend sortierte Teilsequenzen, hier auch mal eine der Länge 1. Und was Sie in dieser Aufgabe machen sollen, ist die Liste umordnen, sodass dann also der letzte Run am Anfang steht, der vorletzte als zweites und so weiter und so fort. Und ähnliche verbindliche Anforderungen. Bei den verbindlichen Anforderungen wird das immer so ziemlich ähnlich sein. Hier zum Beispiel, in der Regel geht es darum, dass Sie mit den Pointer-Strukturen herumhantieren können, dass Sie das zeigen. Man kann solche Aufgaben häufig auch lösen, indem man einfach nicht mit den Pointer-Strukturen herumhantiert, sondern beispielsweise die Keys hin und her kopiert. Und da ich das nicht will, dass Sie das zeigen, dass Sie solche Keys kopieren können, sondern ich will, dass Sie zeigen, dass Sie mit den Pointern umgehen können, deshalb schließe ich das von vornherein aus in solchen Fällen, sodass Sie halt gezwungen sind, das so zu machen, wie ich das für richtig halte. Gut, und auch hier wieder durch die NAMLA-Aufgaben durch. Sie sehen, das ist die Referenzlösung, die ich seinerzeit als erste Lösung gebaut hatte, wenn ich mich richtig entsinne. Sie sehen also, dass das auch eigentlich sehr, sehr häufig in der Informatik viel wissen, was zu viel zu lesen, viel nachzudenken und dann am Ende wenig zu schreiben. Ja, also wenn Sie viel zu schreiben haben bei Ihrer Lösung, dann heißt das nicht, dass Ihre Lösung falsch ist, aber Sie können davon ausgehen, dass Sie ungeschickter vorgehen als in der Referenzlösung. Denn ich werde keine Aufgabe stellen, bei der ich selber nicht in der Lage bin, eine kurze und bündige Lösung zu basteln. Das macht irgendwie keinen Sinn, nicht? So, und hier sehen Sie, ist das Bewertungsschema, hier in diesem Fall war es nicht, ist ganz witzig manchmal, man kann das nicht vorhersehen, eben die Aufgabe, da gab es so viele unterschiedliche Lösungen in der Hauptklausur, dass wir da viele Referenzlösungen hatten und ein komplexes Bewertungsschema. Und hier ist es so, dass die eine Referenzlösung, die ich gebastelt hatte, und das Bewertungsschema, das ich ursprünglich gebastelt hatte, was sehr, sehr kurz und knapp gehalten ist, weil es eben noch nicht aufgebläht wurde durch Erfahrung beim Korrigieren, dass dieses Bewertungsschema ausgereicht hat, um alles zu bewerten. Und dann sehen Sie, was eigentlich die Grundgedanken sind dabei, jeweils zum Beispiel hier wieder die Abbruchbedingung der Hauptschleife ist korrekt. Zufall, dass das genau der Punkt F nochmal ist, wie eben im Beispiel. Hier, dass Sie eben hier die Situation haben, der erste Run ist anders zu behandeln als die anderen Runs in irgendeiner Form und so weiter und so fort. Und dann, ich bin inzwischen dazu übergegangen, das ist eine Ansage an Sie auch für die Klausur. Es lohnt sich, nicht allzu schlampig zu sein. Na gut, ist die Frage, ob sich das lohnt, wenn Sie dann noch einen Zusatzpunkt mehr kriegen. Also wenn Sie schon kurz vor einer sehr guten, vollständigen Lösung sind, dann lohnt es sich wirklich, alles nochmal durchzugehen und vielleicht auch wirklich mal zu gucken, dass alle Semikolons gesetzt sind und so weiter. Was ist jetzt los? Hallo? Ich glaube es langsam nicht mehr. So, was machen wir da jetzt? Sync von den Beamern funktioniert nicht mehr.
So, jetzt? Nee, ist mit Verzögerung. Das ist unglaublich, nicht? Jetzt denkt man, man hat alles mal durch. Und jetzt passiert wieder ein neuer Effekt. Und ich habe nichts geändert. Ich weiß nicht. Macht das ein Problem für Sie, wenn ich jetzt hier ein bisschen Probleme habe mit der Sprache? Also ich kann natürlich nicht so gut reden, weil ich mich, wenn ich mich selbst zeitversetzt höre, komme ich selber dabei in Probleme, also Konzentrationsprobleme. Also das ist wirklich eine Slapstick-Vorlesung. Wollen wir mal ganz kurz die Audio runterfahren und wieder hochfahren, um zu gucken? Ja, nicht? Das ist so unzumutbar. Also Ansage auf der Tonspur. Mal gucken, vielleicht geht es ja jetzt auch ohne Ton kurz. Können Sie mich hören? Okay, vielleicht brauchen wir eigentlich gar nicht das Saalton. Vielleicht haben wir die ganze Zeit unnötigerweise. Ich meine, Sie haben natürlich auch die Gelegenheit, noch runterzukommen, näher an die Tonquelle ranzukommen, wenn Ihnen das hier nicht laut genug ist da oben. Gut, also jetzt fährt Audio nochmal wieder hoch und mal gucken, was dann passiert. So, also Sie sehen, es lohnt sich dann wirklich nochmal zu gucken. Ich bin der Meinung, es ist nur fair, wenn die Leute, die sich wirklich Mühe geben, mit einem wirklich super guten Code, einen geleckten Code hinzuschreiben, dass die nochmal wenigstens eine kleine Belohnung kriegen, denn es kostet ja auch in der Klausur Zeit, alles nochmal durchzugehen, den Code nochmal durchzugehen und kleine Fehler und alles herauszunehmen. Deshalb sind die Punkte, auch der Punkt N und der Punkt O da und Sie sehen, außer F bis M, ein Punkt. Okay, wir müssen das dann so weiterführen. Wir haben auch noch Zeit im Laufe der nächsten Woche. Wir müssen jetzt nicht alles heute übers Knie brechen, aber ein bisschen sollten wir da noch, denke ich, reden. Sie sehen auch hier, es ist Korrekturanweisung, dass jedes Problem, das man irgendwo mal gebaut hat, jeden Fehler, den man da mal eingebaut hat, dass der nur einmal zu einem Punktabzug führt und nicht mehrfach, sodass Sie hier eben sehen, oder auch hier oben, dass einmal nur Fehlverwendung von Java Generics zum Punktabzug führen und nicht mehrfach. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wie ist. Nee, ich kann gar nicht. Ich hoffe mal, dass die Aufzeichnung weiterläuft. Das sieht aber ganz gut aus. Aber das Problem ist, ich kann nur gucken, wie gut die Aufzeichnung läuft, indem ich die Aufzeichnung beende. Das ist vielleicht keine gute Idee. Dann machen wir weiter und hoffen, dass die Aufzeichnung weiter funktioniert. So, das ist zwei Beispiele für iterative Behandlung, also im Vergleich zur Aufgabe 4 in diesem Semester, also im September und dann wieder im April. Haben Sie da an diesem Punkt konkrete Fragen? Ja? Wenn was ist, Entschuldigung? Sie bekommen dann automatisch volle Punktzahl, weil Sie bekommen ja den Punkt O nur, wenn Sie A bis N gekriegt haben. Wenn die Lösung anders ist, als wie wir sie uns in der Referenzlösung gedacht haben, dann heißt das, wir werden eine zweite Referenzlösung oder eine N plus erste Referenzlösung noch einbauen, damit auch Ihre Lösung fair bewertet wird. Sie hatten auch noch eine Frage? Die Punkte sind nicht schwer zu kriegen. Das glauben Sie, dass diese Punkte nicht schwer zu kriegen sind. Also wir haben...
Moment, Moment. Also Ihr Argument ist, dass diese ersten Punkte sind nicht schwer zu kriegen, weil wenn Sie nur ein paar Zeilen Code schreiben, dann passt das schon. Da erinnere ich Sie noch an die verbindliche an den Punkt im Klausurblatt mit Lücken. Wenn Sie nur so ein paar Zeilen schreiben, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie 0 Punkte kriegen, egal wie korrekt die sind. Also so einfach kriegen Sie die paar Punkte jetzt nicht mal eben schnell. Bitte? Genau, sonst könnte man schön mathematisch gedacht nichts schreiben. Es ist nichts falsch, also kriegt man volle Punktzahl. Diese Interpretation werden wir uns natürlich bei der Korrektur nicht anschließen. Genau, aber so werden wir es halt nicht korrigieren. Ja, natürlich. Es wäre ideal, wenn wir wenig Arbeit zu korrigieren hätten. Wir sind dankbar für jeden, der eine Aufgabe auslässt. Aber das bedeutet nicht, dass er dann volle Punktzahl kriegt. Also soll jetzt natürlich nicht an Sie eine Anforderung sein, Aufgaben auszulassen. Aber wir sind immer froh, wenn wir Sachen nicht korrigieren müssen. Gut, aber ich glaube, wir sollten diese Diskussion jetzt nicht ins Unendliche treiben, sondern weiterführen. Es sei denn, Sie haben jetzt noch einen weiteren Aspekt, von dem Sie denken, dass er wirklich wichtig jetzt ist. In CodeMonkeys ist es eine sinnvolle Strategie, nur Teile zu schreiben. Das mag sein, das mag zumindest für einige Aufgaben so sein. Hier ist es, sehen Sie, nicht der Fall wegen dieser Deckelung. Wenn Sie nur einzelne Teile schreiben, müssen Sie damit rechnen, dass Sie sehr wenig Punkte oder gar keine Punkte kriegen. So, dann haben wir noch die andere Art von Aufgaben, die rekursiven. Wo war das? Hier. Also, auch hier sehen Sie wieder, Sie müssen nicht auswendig lernen, dass das jetzt the keys und wie auch immer so heißt, sondern ich erinnere Sie daran und Sie sollen eine Aufgabe schreiben, in dem Fall auch wieder eine Aufgabe, die wir nicht in der Form in der Klausur betrachtet hatten, ein Algorithmus, sondern angelehnt als Java-Übungsblatt. Sie sollen auch hier wieder, dürfen Sie einige Sachen, müssen Sie nicht überprüfen und Ähnliches. Und was Sie hier tun sollen, ist, auch hier ist es wieder wichtig, sehr genau zu lesen. Es sollen nur des Successors, nur die Nachfolger in jedem Knoten gedreht werden. Es sollen nicht die Schlüsselwerte gedreht werden. Wir hatten ein paar wenige Abgaben, die an dieser Stelle nicht genau genug gelesen haben. Obwohl wir es ja eigentlich, also besser glaube ich, kann man es gar nicht mehr schreiben. So, auch hier wieder dieselben verbindlichen Anforderungen und hier nochmal eine kleine Erinnerung, was das genau bedeutet, damit Sie diese Sache nicht auswendig wissen müssen. Diese Details der Implementation der Datenstrukturen, dass Sie nur die Konzepte wissen, parat haben müssen. Eben auch parat haben, nicht nur verstanden, sondern parat haben. So, und wenn Sie jetzt hier wieder die entsprechende Referenzlösung ansehen, sehen Sie eine typische Sache, die Sie ja bei Rekursion immer wieder mal haben, dass Sie die eigentliche Rekursion auslagern müssen in einer weiteren Methode. Habe ich das jetzt hier als, das habe ich gar nicht erwähnt in dem Text, sondern ja, darauf werden Sie hoffentlich selber stoßen, dass Sie das nicht ohne eine weitere Methode machen können. Sie haben eine Frage? Ja? Ja, Number of Keys immer echt größer sein als 0 in dieser Aufgabenstellung, weil wir keine Knoten im Baum haben wollen, die keine Knoten enthalten. Ist das ein Problem? Äh,
außer die Blätter. Die Blätter haben keinen Successor. Also nicht jeder Knoten muss. Nur bei Blättern ist es nicht so, dass die Anzahl der Successors eins größer sein muss als die Anzahl der Keys. Ging ja auch nicht, sonst würde das ganze Konzept ja nicht funktionieren. Frage beantwortet? Gut, vielleicht überlegen Sie nochmal die Frage. Vielleicht können wir da nochmal drauf zurückkommen. Gut. Und Sie sehen hier die Gemeinheit, dass Sie beides, sowohl den Durchlauf durch den Baum als auch durch den Durchlauf durch den Knoten dann rekursiv zu realisieren haben. Auch der Durchlauf durch den Knoten darf nicht durch eine Schleife realisiert sein. Das kann auch passieren in solchen Fällen, dass Sie dann vielleicht zum Schluss kommen, Sie brauchen sogar zwei verschiedene rekursive Methoden, nicht nur eine, ausgelagert. Auch hier hat es wieder ausgereicht, das ursprüngliche Bewertungsschema herzunehmen und ja. Und Sie sehen auch hier wieder immer, es soll jeder Punkt nur einmal abgezogen werden, nicht mehrfach. Gut. Wir haben dann noch die anderen beiden, also die andere Klausurblatt. Was gibt es da noch zu sagen? Hier, also von der Logik her, wie Sie sehen, ist es immer dasselbe. Hier rekursiv einmal durchlaufen durch einen Baum. Das ist jetzt auch nicht so, dass das immer ein Vielwegbaum ist. Es ist auch nicht so, dass es immer ein Baum ist. Es könnte auch sein, dass es hier eine Liste ist. Es könnte sein, dass Sie bei einer iterativen Aufgabe einen Baum haben. Es kann sein, dass Sie in beiden Fällen eine Liste oder in beiden Fällen einen Baum haben. Einen binären Baum, einen ternären Baum, einen Vielwegbaum. Das ist alles sehr, sehr zufallsbehaftet, wie ich das gestalte, in jedem Semester wieder. Also gehen Sie nicht davon aus, dass das beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein Vielwegbaum sein wird. Gut. Achso, hier habe ich sogar noch geschrieben, als Hinweis schien mir das hier an dieser Stelle wichtig zu sein, die Rekursion in Hilfsmethoden auszulagern. Halt, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wo sind wir jetzt? Da. Nee, welchen brauche ich denn jetzt? Den hier, nicht? Ist das der richtige? Traverse, nee, ist der falsche. Den da brauche ich jetzt. Da ist es. Ja? Sie sehen dann hier, habe ich als Hinweis gegeben, weil mir das dann doch ein bisschen zu umfangreich erschien, das ohne Hinweis zu geben, dass es sinnvoll ist, die beiden verschiedenen Rekursionen, die darin vorkommen, dann in zwei verschiedene Methoden auszulagern. Muss nicht sein, man kann es auch mit einer Auslagerung machen, aber eine Auslagerung braucht man auf jeden Fall, weil Sie in der Rekursion Parameter drin brauchen, die Sie in der ursprünglichen Methode nicht haben. Gut. Dann haben wir das soweit. Wir können vielleicht dann ganz kurz gegen Ende nochmal eingehen auf die nächste Art von Aufgaben. Auch hier ist es wieder so, nehmen Sie sich nicht, also verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Aufgabenstellung, die Sie jetzt erwartet im September, so eins zu eins ähnlich ist zu diesen Aufgabenstellungen. Sie ist von der Grundart her, von den Kompetenzen, die abgeprüft werden, ähnlich. Aber es muss nicht sein, dass der Code, also es wird so sein, das haben Sie ja im Klausurblatt mit Lücken gesehen. Sie haben einen Code, den Sie zu analysieren haben. Dazu werden konkrete Fragen gestellt. Aber dass der Code so aussieht, mit solchen Matrizen oder Ähnlichem, das muss überhaupt nicht der Fall sein. Es kann der Fall sein, es muss überhaupt nicht der Fall sein. Ich bin da, denke ich, durchaus ein bisschen kreativ. Also, Sie sehen hier immer dasselbe Schema, eine kurze Einleitung, was der Algorithmus ungefähr tun soll. Und dann kriegen Sie das um die Ohren gehauen, diesen Algorithmus in Java.
Und vielleicht noch ein paar kleine Zusatzhinweise, dass Sie nicht in die Irre gehen. Und dann bekommen Sie die Fragen. Das hier ist natürlich sehr, sehr wichtig. Kurz und bündig, aber präzise und missverständlich. Sie wollen keine Romane schreiben, hoffe ich, und wir wollen keine Romane lesen. Zumal Romane typischerweise weniger Informationen enthalten als eine kurze, knackige Beschreibung. Also bemühen Sie, es ist von uns gedacht, dass Sie da ganz, ganz kurze Sachen hinschreiben, und das sehen Sie ja auch in der Musterlösung. Also in der Re Jetzt habe ich aus Versehen von Musterlösung gesprochen. Ich meine natürlich die Referenzlösung. Wo sind wir da? Hier. Also, zum Beispiel würde das hier als Lösung reichen. Es gibt aber auch Leute, die haben andere Sachen geschrieben und die auch richtig oder die Sachlage anders formuliert, aber auch in korrekter Weise, sodass wir immer dann, wenn wir sowas gefunden haben, das dann in die Referenzlösung als Alternativen aufgenommen haben, und das gibt dann eben auch den entsprechenden Punkt. Gut, und Sie sehen auch hier, dass ich sehr konkrete Fragen dazu stelle. Nämlich konkrete Fragen. Also ich bekomme immer wieder vorher Anfragen in der Form, was müssen wir denn alles schreiben für den Beweis? Müssen wir da die Invariante schreiben, das ganze Brimborium und so weiter? Wie müssen wir das schreiben? Und ich schreibe typischerweise zurück, das wird aus der Aufgabenstellung eindeutig klar sein, was Sie zu schreiben haben und wie Sie das zu schreiben haben. Und ich bilde mir ein, und ich hoffe, dass ich damit recht habe, dass das tatsächlich der Fall ist und dass Sie das auch nachvollziehen können. Also diejenigen von Ihnen, die die Frage hatten bisher, ja, was soll ich denn da eigentlich schreiben, dass Sie durch diese Beispiele sehen, was Sie schreiben sollen. Okay, auch mit Hinweisen dazu, klar. Und hier sehen Sie ganz konkret, Sie sollen die Invariante von einem bestimmten Punkt beschreiben. Also die Aufgabe wird niemals sein, schreiben Sie den Korrektheitsbeweis, sondern schreiben Sie die Invariante von der und der Schleife, von der und der Rekursion, schreiben Sie die Variante davon und so weiter und so fort. Und wenn ich hier was von Korrektheitsbeweis schreibe, dann schreibe ich dazu Induktionsanfang und Induktionsschritt. Das erwarte ich dann davon. Und auch eben, was erwartet wird, wie Sie dann beispielsweise mit der Induktionsvoraussetzung umgehen. Dass Sie damit umgehen, auf jeden Fall. Dass Sie die nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern klar machen, wo geht die Induktionsvoraussetzung in den Induktionsschritt hinein. Gut. Und dann haben wir noch die Komplexität hier. Immer wieder wichtig, ich muss das nochmal betonen. Ich versuche Sie in der Aufgabenstellung da an einem Irrtum zu hindern, den aber trotzdem, trotz dieses Versuchs, immer noch viele Leute machen. Wenn Sie beispielsweise sowas haben, wie jetzt hier, dass Sie eine Matrix, und naja, nicht wirklich eine Matrix, sondern ein Array von Arrays haben, dann ist der Best Case nicht, dass das Array ganz klein ist, dass es nur ein Element hat oder so etwas. Der Best Case und der Worst Case ist für jede Arraygröße jeweils zu bestimmen. Es ist eine Funktion in den Größen, die Gesamtgröße des Problems beschreiben. Betone ich deshalb nochmal, weil sehr, sehr häufig dieser Fehler gemacht wird, weil auch Leute, die es mal verstanden haben, durchaus in diesen Fehler zurückfallen, dann Best Case ist so der ganz kleine Fall. Oder bei linearen Listen beispielsweise, Best Case ist, wenn die Liste leer ist oder wenn die Liste nur ein Element hat. Das ist falsch. Es gibt einen Worst Case und einen Best Case für jede beliebige Listenlänge, als Funktion der Listenlänge. Der fällt oftmals zusammen, wenn es keine große Variation gibt, was mit der Liste passiert. Manchmal, wenn der Algorithmus auf Listen der Länge n unterschiedlich agiert, gibt es da Variationen, dass der Best Case und der Worst Case unterschiedlich sind, aber als Funktionen in der Länge der Liste.
Also achten Sie darauf, dass Sie da keinen Denkfehler machen. Gut, gibt es zu dieser Art von Aufgaben, die ja bei uns jetzt die Aufgabe 6 sein wird in der neuen Klausur, haben Sie da jetzt konkret spontane Fragen, ja? Was N und M sind? Hier, sehen Sie doch, sei N die Länge von A? Kein Problem. Und M das Maximum daraus. Solange Sie es während der Klausur lesen, ist alles okay. Wenn Sie es hier nicht gelesen haben, ist es ja kein Beinbruch. Also gehen Sie davon aus, dass ich solche Dinge selbstverständlich... Ich bemühe mich darum, auch relativ nah am Gebrauch alles einzuführen. Also nicht so, wie Sie jetzt vermutet hatten, dass irgendwo oben N und M steht, sondern ich bemühe mich, N und M dort einzuführen oder das entsprechende Vergleichbare, wo es wirklich benutzt wird. Weitere Fragen? Gut, dann denke ich, ist es sinnvoll, an dieser Stelle zu schließen und beim nächsten Mal dann weiterzumachen. Dann möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie trotz gut erscheinendem Wetter und früher Stunde dann doch mir hier treu geblieben sind. Trotz der Vorlesungsaufzeichnung, mit der Sie natürlich viel, viel bequemer umgehen können, als hier in der Vorlesung zu sitzen. Aber dass Sie dann trotzdem gekommen sind, und dann würde ich mich freuen, Sie am Dienstag wiederzusehen. Bis dann.